Ich bin der Stefan von Bike Components, arbeite im Einkauf. Ich werde bei Rad am Ring als Einzelstarter an den Start gehen und da ist eine Runde knapp 25 Kilometer lang, hat 550 Höhenmeter und da versuchen in 24 Stunden so viel wie möglich Runden auf der Nordschleife dann zu drehen. Das ist die Tasche, genau. Die machen wir jetzt einmal voll mit möglichst viel Kleidung, die sehr wahrscheinlich nass werden wird. Meinen ganzen Esskram, den ich mir so zusammengestellt habe. Und so werden wir uns durch die 24 Stunden essen und wahrscheinlich öfter auch mal was Neues anziehen. Erfahrungswerte von irgendwie 10, 12 Stunden fahren hat man, aber ob sich das genauso auf 24 Stunden oder irgendwas zwischen 10 bis 24 Stunden genauso anwenden lässt, da lasse ich mich, glaube ich, selber mal ein bisschen überraschen. Wird interessant, auf jeden Fall. Zahnpasta wäre nicht schlecht. Nee, Zahnbürste. Also ich denke so, dass ich um die 15 Runden auf jeden Fall mal anpeile. Und was dann alles on top kommt, ja, wäre gut. Also da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn noch ein bisschen was mehr geht. Jetzt gehen wir mal in die Startaufstellung, gucken, was da los ist. Und dann sollte es in 20 Minuten oder so wirklich losgehen. Ne? Als man so in die Startaufstellung sozusagen gefahren ist, hat man schon gemerkt, einfach durch das Gedränge, ja, dass man sich da einen Platz sucht, an dem man sicher steht und starten kann. Da hat man dann schon gemerkt, dass der Puls ein bisschen hoch geht. In der ersten Runde, glaube ich, ging es vielen so, dass sie erstmal geguckt haben, wie muss ich mich bewegen, dass man wirklich mit mehreren Leuten gleichzeitig durch die Kurven kommt. Ich meine, die Strecke ist breit genug, aber die Ideallinie sucht natürlich schon irgendwie jeder und ich glaube, da gab es auch die ein oder anderen Hakeleien schon. War ja jeder froh, glaube ich, dass es trocken gestartet ist. Das war schon mal ein großer Pluspunkt dieses Jahr. Ja, der Regen kam, glaube ich, so nach Runde 5 oder 6. Da haben sich dann auch die Stürze gehäuft. Der Krankenwagen, der kam häufiger auf die Strecke. In der Pause werde ich jetzt erstmal was essen, mir was Regenklamotten anziehen wahrscheinlich. Und dann nochmal weiter. Nächste 3-4 Runden. Noch weiter schlafen, kurze Pause, lange Pause. Ergibt sich von Runde zu Runde, würde ich sagen. Dann packen wir es mal wieder, gell? Und dann mit der Dunkelheit und Nebel oder der vielen Feuchtigkeit in der Luft, dann wurde es noch mal ein bisschen schwieriger, die Bedingungen einfach noch mal ein bisschen extremer, ja, dass man sehen musste, dass man auch wirklich sicher die Runden zu Ende bringt. Da gab es einige Situationen, aber dass zwei Leute vor mir zum Beispiel, einer sich in einer Kurveneinfahrt extrem verbremst hat, das Rad richtig versetzt hat, der Mann hinter ihm fast reingefahren ist und ich dann auch schon quasi gesehen habe, so, wenn der sich hinlegt, werde ich auf jeden Fall auch liegen. Er hat sich dann zum Glück gefangen auf dem Rad, der Vordermann. Aber ja, das war so eine Situation, wo absehbar war. Also wenn einer da hinfällt, dann fallen alle drei.
Weil du siehst teilweise überhaupt nicht, weil überall der Nebel steht. Maulen sich dauernd Leute. Echt? Überall Kröten, Feuersalamander auf der Strecke. Aber macht halt auch relativ wenig Sinn so. 9 Runden habe ich jetzt. Mache ich morgen weiter. Gute Nacht, bis in ein paar Stunden. Die Nacht war zum einen relativ kurz. Da habe ich mich 3 Stunden zwischen 1 und 4 hingelegt, ausgeruht. Schlaf, glaube ich, kann man es nur so halb nennen. Und dann der Morgen um 4 bin ich dann, glaube ich, wieder gestartet. Da ging es dann halt gleich weiter. Das war extrem nebelig, man hat die Kurven erst sehr spät gesehen. Das war dann schon auch anstrengend, da direkt wieder so reinzukommen. Und dann auf der zweiten Runde morgens, also so ab 5, hat es dann natürlich auch gleich wieder angefangen zu regnen. Ich würde nicht sagen sintflutartig, aber es war halt schon sehr kräftig. Aber das war dann einfach, ja, man war einmal komplett wieder durchnässt. Also, wie auch schon 2-3 Mal vorher, aber das war dann ja, ausreichend für das Wochenende auf jeden Fall. Was willst du machen, ne? Gerade diese unmittelbaren Einflüsse, dass da Leute wirklich hart eingeschlagen sind in die Reifenstapel. Wenn man das hört und sieht, das, ja, ist nicht, schüttelt man auch, glaube ich, nicht ganz so leicht ab. Und dann ist der unmittelbare Eindruck, glaube ich, schon so stark bei mir, dass ich sage, mach ein bisschen Piano und guck lieber, dass du das nächstes Jahr dann mit den 15 oder mehr oder 2 Runden weniger nochmal machst. So, also es ist jetzt, so ist das Erlebnis für mich insgesamt trotz des Wetters halt positiv, dass ich sage, ja, das kann ich mir nochmal vorstellen. Und gerade weil man gesehen hat, eigentlich von dem Bein her hätte man da noch ein paar Runden dranhängen können. So, die Einteilung war gut, Verpflegungsstrategie war in Ordnung. Ja, von daher schon, würde ich sagen, 3/4 zufrieden, 1/4 so ein bisschen hätte man. Rad am Ring ist eine starke Sache. Ich würde es jedem empfehlen, es auch mal auszuprobieren, sich da selbst zu messen, ob im Viererteam oder einzeln. Also kommt gerne vorbei nächstes Jahr. Wenn ihr wollt, dass ich dann auch wieder als Einzelstarter unterwegs bin, dann abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns 2020 dann am Ring.